Das Chaos in der zweiten Eishockey-Bundesliga will einfach kein Ende nehmen. Nun wurde unter der Woche bekannt, dass die Hannover Indians, der heutige SCR-Gegner, pleite ist und somit als Absteiger feststeht. Es geht also hier um nichts mehr. Somit könnte man fast sagen, es trifft der sportlich Letzte auf den zurzeit finanziell Letzten. Und der sportlich Letzte bietet etwas, was die Zuschauer in den letzten Wochen sehr wenig zu sehen bekamen, nämlich ein Tor. Michi Kreitel gleich in der Anfangsphase. Hannovers Keeper Langmann vielleicht ein Stück zu früh unten, den kann er auch mit der Fanghand halten. Dem SCR wird es egal sein. Auf der Gegenseite wieder einer dieser vielen Abwehrfehler, diesmal Morissette, doch Keller ist zur Stelle. Eine sehr unterhaltsame Anfangsphase, die ersten 10 Minuten. Prompt fällt der Ausgleich. Patrick Weil ist es, der sich mit der Willenskraft auf der rechten Seite durchtankt. Keller einmal anschießt und seinen eigenen Nachschuss verwertet. Der Fehler geht hier auf Ross und Staltmeiers Kappe, die ihn da nicht kontrollieren können. Die mitgereisten Fans, Hut ab vor ihnen, freut's natürlich. Trotzdem, wie gesagt, der SCR wenig geschockt. Sie haben sich wieder viel vorgenommen, vor heimischem Publikum endlich mal die Maske, die Auswärtsmaske aufzuziehen vielleicht. Morissette bekommt hier den Schläger dran, trotzdem geht der Puck knapp vorbei. Wieder die erste Reihe, die im ersten Drittel überzeugt. Reagan schließt erfolgreich ab, 2:1. Ja, nach den geizigen, den torgeizigen Wochen gibt es jetzt gleich 3 Stück im ersten Drittel zu bestaunen. Schöner Pass von Andrew Lord, der eines seiner stärksten Spiele macht. Kommen wir noch zum Thema Powerplay. Hannover da sehr stark, doch beim SCR lief überhaupt nichts. Die Szene gerade in Überzahl. Die größte Chance, wie gesagt, für Hannover. Zweites Drittel, Grinner stimmt seine Mannen ein und es geht schon mal gut los. Bartz, der ziemlich enttäuschte in der Saison 12-13 mit der guten Chance. Auf der Gegenseite ein Privatduell zwischen Markus Keller und Ryan McDonough. Doch Keller, der Rissaseer Goalie, bleibt zweimal und auch in diesem dritten Fall gegen Gilito Sieger. Ein sehr ausgeglichener zweiter Abschnitt, ähnliche Szene wie gerade eben noch diesmal auf der anderen Seite. Morissette und dann Lord. Doch irgendwie überstehen die Indians diese Szene unbeschadet und haben auf der Gegenseite die große Chance zum Ausgleich durch Gilito. Und wenn bei beiden Mannschaften nichts mehr geht, ja, vielleicht müssen dann die Fans in Form dieses Plastikhühnchen sie nochmal aufwecken. Hannover stark im letzten Abschnitt. Sie kommen. Erster Pfostenschuss und dann die nächste Szene. Die Püker gehört, der sie aber verstolpert. In Unterzahl, ja, in Unterzahl, Sie hören richtig, die größte Chance für den SCR, kurz vor Schluss, Reagan trifft das leere Tor nicht und die Antwort gibt's von DJ Gilito, stärkster und auffälligster Akteur bei den Indians. Kurz vor Schluss im Powerplay eben, bringt er die Scheibe vor den Kasten, dort fälscht sie wohl Eichmann noch ab, keine Chance für Keller, 2:2, wir gehen in die Overtime und da dauert es nicht lang, Sie sehen richtig, diesmal Hilpert. Nächster Sonntagsschuss. Die Indians nehmen 2 Punkte mit, auch wenn die in dieser zweiten Liga wenig bis gar nichts mehr wert sind. Bei uns gibt es noch die Stimmen von Coach Künast und Trainer Toni Grinner sowie den Spieltag im Überblick. Ich bin auch stolz auf unsere Zuschauer und Fans, die heute hier waren. Zug, Auto, geflogen, alles da. Und die Unterstützung in Hannover, das ist, glaube ich, selten in Deutschland sowas. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier gewonnen haben. Und am Sonntag wartet unsere nächste Aufgabe mit Rosenheim. Also es gibt so viele Punkte, wo wir uns das Gegentor in 60 Minuten abgebettelt haben. Und das haben wir dann auch bekommen, wenn man so spielt. Das ist ganz klar. Da muss man selbstkritisch sein und so geht es halt dann nicht. Da reichen dann 20 Minuten, schlechte 20 Minuten, um ein Spiel abzugeben. Holen wir nochmal zu einem Rundumschlag durch die zweite Liga aus. Krimitschau gegen Schwenningen 3:6 und gleich der nächste hohe Auswärtssieg. Landshut gewinnt bei den Steelers mit 7:2.
Nun ein paar Heimsiege. Rosenheim gegen Ravensburg 5:2. Die Pinguins gegen die Falken 2:1. Weißwasser gegen Dresden 5:1. Und das letzte Spiel haben Sie gerade gesehen. Damit in der Tabelle. Wieder die Wild Wings vorne vor den Steelers und den Pinguins. Da gibt es noch einen interessanten Vierkampf um Platz 3. Ganz am Ende, ja, Rissersee und Kaufbeuern, aber die Indians ja finanziell eh schon abgestiegen.